In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den größten gemeinsamen Teiler von Polynomen im Restklassenkörper bestimmen könnt. Wir schauen uns jetzt als Beispiel f2 von x an. Wir können das Ganze dann natürlich auch mit f3 von x oder irgendeinem anderen Körper dieser Form machen. Was ihr dafür wissen müsst, sind als Voraussetzungen zum einen, wie ihr allgemein den euklidischen Algorithmus für Polynome anwenden könnt, und zwar zum Beispiel in den rationalen Zahlen, also in q von x. Wer das noch nicht weiß, ich habe ein Video schon dazu gemacht. Ich stelle euch den Link unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr einfach dort reinschauen. Und ihr solltet natürlich auch wissen, was ist f2, beziehungsweise insbesondere, wie rechnet man mit Modulo oder mit Restklassen. Wenn ihr das auch nicht wisst, das Video erscheint dann am Donnerstag. So, wer das jetzt aber schon weiß, der kann jetzt dieses Video hier nachverfolgen. Und zwar möchte ich die gleiche Aufgabe rechnen, die ich auch schon in q von x gerechnet habe, um einfach mal zu zeigen, dass das Ergebnis eben wirklich davon abhängt, wo wir rechnen, weil da eben was anderes rauskommt. Und zwar haben wir zwei verschiedene Polynome. Also das sind wieder dieselben. Wir nehmen wieder unser Polynom f, das ist x hoch 5 plus x hoch 4 plus x hoch 3 plus x Quadrat plus x plus 1. Und unser Polynom g, das war ja folgendermaßen angegeben, also wir hatten das angegeben als x hoch 4 minus x hoch 3 minus x plus 1. Jetzt wisst ihr ja aber, da wir eben in f2 sind, dass minus 1, also hier steht ja eigentlich minus 1 mal x hoch 3, immer dasselbe ist wie plus 1, weil wir ja eben bei diesen Restklassen sind. Und wenn wir jetzt eben hier das umschreiben, dann können wir also hier aus jedem Minus auch ein Plus machen in diesem Körper, also ist das dasselbe wie x hoch 4 plus x hoch 3 plus x plus 1. Kleine Anmerkung, theoretisch macht man, um die Restklassen zu zeigen, immer so einen Strich hier drüber. Ich lasse die jetzt aber weg, weil ich einfach ja hier oben schon hingeschrieben habe, dass wir eben darin rechnen. Das heißt, das ist klar, ich meine jetzt nicht die 1 aus den rationalen oder reellen Zahlen, sondern ich meine eben die 1 aus diesem f2. So, jetzt haben wir unsere beiden Polynome f und g und jetzt können wir wieder genau gleich verfahren, wie wir eben auch in q von x gerechnet haben. Wir nehmen also wieder das mit dem größeren Grad, der Grad hier, der ist 5. Dann müsst ihr aufpassen, die Hochzahlen hier, die bleiben so, wie sie sind. Also theoretisch wisst ihr ja, 5 ist ja in f2 eigentlich nichts anderes als 1. Aber wenn ihr hier die Hochzahlen habt, müsst ihr das gleich lassen, aus dem ganz einfachen Grund, wenn wir zum Beispiel hier x hoch 4 anschauen. Und wir setzen da jetzt eben unsere 1 ein, dann ist das ja 1 mal 1 mal 1 mal 1. Und das ist eben wirklich dann, also dass wir 4 mal die 1 mit sich selbst multiplizieren. Und nicht, dass das dann einfach wegfällt und hoch 0 wird. Wäre jetzt zwar zufälligerweise ja sogar dasselbe, aber das könnt ihr eben nicht prinzipiell so rechnen. Also ihr müsst wirklich, wenn ihr das anschaut, die Hochzahlen einfach so lassen, wie sie sind, aber die Koeffizienten, die könnt ihr eben so verändern, weil die ja eben einfach aus f2 sind. Also da ist minus 1 dann das gleiche wie plus 1. So, jetzt machen wir wieder ganz normal unsere Polynomdivision. Hier haben wir den größeren Grad, das heißt, das schreiben wir nach links. Dann haben wir also x hoch 5 plus x hoch 4 plus x hoch 3 plus x Quadrat plus x plus 1 ist gleich, so jetzt das kommt hier drüben hin, weil das den kleineren Grad hat, x hoch 4 plus x hoch 3 plus x plus 1 mal irgendwas. Was hier jetzt steht, das finden wir wieder mit Polynomdivision raus, dafür rechnen wir x hoch 5 geteilt durch x hoch 4, das gibt ja einfach x. Also das könnt ihr jetzt auch ganz normal rechnen, wie ihr das eben kennt. Ja, dann teilen wir das ganze Dingens. Also hier zurück multiplizieren, dann steht hier x mal x hoch 4, das ist dann x hoch 5, dann die x hoch 3 mal x gibt ja x hoch 4, x mal x sind x Quadrat und 1 mal x sind x. So, jetzt x hoch 5 minus, das Minus wieder mitnehmen, x hoch 5 ist 0, x hoch 4 minus x hoch 4 fällt auch weg, dann bleibt noch x hoch 3, dann haben wir x Quadrat minus x Quadrat fällt weg, x minus x fällt auch weg und hier bleibt noch stehen plus 1. So, das können wir jetzt schon nicht mehr hier durchteilen, weil jetzt ist ja der Grad hier größer, das heißt, hier müssen wir schon Schluss machen und schreiben das dann als Rest dahinter, also plus, dann haben wir als Rest x hoch 3 plus 1. So, dann kommen wir zum nächsten Schritt von euklidischen Algorithmus. Jetzt nehmen wir immer das, was wir hier hatten, jetzt schreiben wir das nach links, also x hoch 4 plus x hoch 3 plus x plus 1 ist gleich. Und jetzt nehmen wir unseren Rest, x hoch 3 plus 1, und machen einfach das gleiche nochmal. Dann haben wir x hoch 4 durch x hoch 3, das gibt wieder x. So, wenn ich jetzt wieder rückmultipliziere, habe ich hier stehen x hoch 4 plus x.
Das gibt dann x hoch 4 minus x hoch 4 gibt 0. X hoch 3 bleibt stehen. Dann habe ich x minus x fällt weg und hier steht plus 1. Ja, und jetzt klar, x hoch 3 plus 1 durch x hoch 3 plus 1, das ist eben einfach 1. Wenn ich das jetzt zurückmultipliziere, steht hier dann eben gerade x hoch 3 plus 1. Und dann ist offensichtlich der Rest, der übrig bleibt, 0. So, jetzt haben wir also unseren Rest 0 und jetzt wissen wir, der größte gemeinsame Teiler ist ja immer der letzte Rest, der ungleich 0 war. Jetzt, wenn das hier 0 ist, dann ist logischerweise unser letzter Rest, der ungleich 0 war, das hier oben. Also sprich, unser größter gemeinsamer Teiler von f und g in f2 von x ist in dem Fall jetzt x hoch 3 plus 1. Und wenn ihr euch das letzte Video angesehen habt, dann wisst ihr, dass das eben was anderes ist, weil im letzten Video kam raus für den größten gemeinsamen Teiler in q von x, also auch mit diesen beiden Polynomen, x² plus x plus 1. Wer sich das nochmal genau anschauen will, wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr das Video. Der entscheidende Unterschied ist eben, dass wir gerade hier das minus 1 zum plus 1 machen können und deswegen dann natürlich eine andere Rechnung haben.